Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Grim Fandango. Ich danke euch für eure Tipps bzw. eure Versuche, mit mir gemeinsam die Rätsel in diesem Spiel zu lösen. Und also ein Tipp davon ist auf jeden Fall richtig. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ihr damit recht behalten werdet. Wir probieren erst einmal hier. Wir zeigen einmal Lupe den Schlüssel, ob sie den wiedererkennt. Oh mein Gott, ich glaube, die Zigarette flog gerade in der Luft umher. Aber okay, egal. Was haben wir denn? Da. Schauen wir doch mal, ob sie den erkennt. Lupe. Oh, ich hab... Oh, achso. Hey, das ist bestimmt der Schlüssel aus Lolas Nachricht. Okay, verflixt. Was wollte Nick mit diesem Schlüssel? Und dann die Frage, ob wir einen Wettschein fälschen können. Da würde mir jetzt nur dieses Kopierding einfallen, aber das Problem ist, wir haben ja keinen Wettschein, den wir kopieren könnten. Oh! Oho! Ohoho! Das ist ein Wettabschnitt für Montag, Woche 1, Rennen 1. Montag, Woche 1, Rennen 1. Ach du Schande! Können wir da etwa jede Menge Wettabschnitte herstellen für... Aber was könnte das bringen? Das ist ein Wettabschnitt für Montag, Woche 1, Rennen 1. Okay. Lasst uns noch mal die Maschine anschauen. Das ist ja krass. Was? Ah, okay, dann schmeißt er den alten weg, verstehe. Was ist das? Ah, wann war der Katzenhuttag? Wartet mal kurz. Ich glaube Dienstag. Scheiße, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Und wie viele gibt's hier? Oh nein, es gibt viel zu viele. Das muss ich doch wissen, bevor ich da was Sinnvolles eingeben kann, oder? Und da drüben? Oh je, Mine. Ach so, klar, Tag bis zu 30 und... Woche 15 ist anscheinend das Maximum. Ich habe keine Ahnung. Okay. Jetzt haben wir... Das ist ein Wettabschnitt für Dienstag, Woche 6, Rennen 9. Kein Plan. Hat Glottis irgendwas gesagt, was er glaubt, wer gewinnen wird? Bin mir jetzt unsicher. Also ich weiß leider noch nicht genau, was wir damit anfangen können, aber das ist ja mal interessant. Wir können also Wettabschnitte herstellen. Wir werden auf jeden Fall mal versuchen, den abzugeben. Mal schauen, was der Typ dann sagt an dem Counter. Vielleicht dadurch, dass es Dienstag ist, gibt er uns doch einen Hut. Das wäre doch geil. Das wäre cool. Ich schreibe mir das mal eben auf. So. Lupe Schlüssel muss ich leider durchstreichen. So, dann wäre noch die Idee, dass wir jetzt, wenn wir Gedichte vorlesen, ja wahrscheinlich begeisterte Fans haben werden. Das stimmt. Vielleicht reagieren die ein bisschen anders. Beziehungsweise... Das ist sowieso immer noch total seltsam, dass wir das da machen können, finde ich. Und auch das, ich vergesse ihren Namen immer, aber ich glaube, sie heißt Olivia. Und auch das Olivia, hier müssen wir rein, ne? Das machen kann. Beziehungsweise, wenn wir sie auffordern, macht, finde ich total strange. Ich weiß immer noch nicht, was damit auf sich hat und ob es etwas auf sich hat damit. Oh. Ich rede in Rätsel. So. Probieren wir das nochmal. Okay, ich gehe auf die Bühne. Ich bin für die Bühne geboren. Test, Test, Test. Nee, ach, das ist ein Fuß. Ich dachte schon, das wäre einer der Wettabschnitte da. Okay, schade. Ich möchte noch ein Gedicht vortragen. Und im Schlachthaus meiner Seele gib dem Kätzchen ein Lätzchen. Der Anruf ist für mich. Siehst du, was ich rieche? Das war's. Genau, Mann. Tatsächlich. Jetzt mögen sie uns. Oh Mann. Vielleicht gibt's ja dann doch jetzt noch was. Habe ich euch je erzählt, dass ihr mich an einen meiner Freunde erinnert? An Salvador Limones? Genau, Mann. Schade. Okay, mehr scheint hier nicht zu sein. Und wenn ich mit dem hier rede? Hi, wie heißt du? Wir werden leider weiterhin ignoriert. Ich guck noch einmal kurz, ob sie irgendwie... Hey, wie wär's mit noch einem? Okay. Und im Schlachthaus meiner Seele gib dem
Kätzchen, ein Lätzchen. Der Anruf ist für mich. Siehst du, was ich rieche? Tja, die hat mich nachgemacht. Das war ein Plagiat. Sauerei. Hey, du hast mein Gedicht geklaut. Hey, Worte kann man nicht besitzen, Süßer. Okay, also... Wir sehen uns, du coole Braut. Arbeite an deinem Slang, Mann. Bald hast du's raus. Bald hast du's raus. Was dagegen, wenn ich reingehe? Du willst da gar nicht rein, glaub mir. Ich habe noch nicht aufgeräumt. Ich kann ja noch mal probieren, ob wir... Die Seife steht hier noch rum. Das überlasse ich lieber dem Kellner. Und dieses Ding ist immer noch da. Der Geschirrspüler ist leer. Ohne wie ein Kapitalistenschwein klingen zu wollen. Ich habe Leute, die das für mich machen. Ich esse nicht von dreckigen Tellern und spülen werde ich sie erst recht. Das Ding habe ich gar nicht aufgeschrieben, die Spülmaschine. Die riesige Spülmaschine. Aber ich wüsste auch gar nicht, was da Sinn ergeben könnte. Und vieles haben wir jetzt tatsächlich jetzt auch wirklich alles fast schon benutzt. Also, ich denke, wir machen jetzt mal das nächste. Und dazu müssten wir jetzt zum... Jetzt lass mich kurz überlegen, wo lang wir müssen. Oh, Jemine. Ach, ich komme immer durcheinander. Gehirn anstrengen. Ich glaube, es ist kürzer, wenn wir hier lang gehen. Bin mir nicht 100%... Oh, Entschuldigung. Ich wollte die Szene abbrechen. Schneller als die Polizei erlaubt. Schuh. Weiter geht's. Alles klar. Ja, okay, hier ist es. Damit habt ihr sowas von recht, da bin ich mir ganz sicher. Das ist nämlich so logisch. Ich ärgere mich voll, dass ich nicht drauf gekommen bin. So. Okay, auswählen und dann schmeißen wir es einfach mal hier rein. Oh. Hä? Wo ist das Telefon überhaupt? Ah, was denn? Ah, da. Velasco, ich fürchte, ich habe hier einen deiner Jungs in der Leichenhalle. Ein Matrose mit Namen... Naranja. Was? Wie? Ersprossen? Aber... Oh, diese Stadt geht zum Teufel. Kann ein Matrose nicht mal mehr Landgang haben ohne... Ja, ja, ich komme morgen früh rüber. Tag für Tag, Manny, befasse ich mich mit Elend. Ich finde Indizien, reime mir Geschichten zusammen, von denen keine gut ausgeht. Sie alle enden hier. Und die Moral der Geschichten bleibt immer gleich. Waren es auch Tage... Waren es auch Jahre. Irgendwann landen wir halt auf der Bahre. Geiler Spruch. Oh Mann. Jetzt muss ich wieder nachdenken. Was ist der kürzeste Weg? Ich würde gerne dann einmal bei dem Captain Velasco vorbeischauen. Müsste ja diesmal auf jeden Fall ein anderer Dialog sein. Weil es uns ja jetzt gelungen ist, nicht wahr? Wir haben Naranja sozusagen abgemurkst, indirekt. Oh Mann, jedes Mal wieder weiß ich nicht, wo es lang geht. Aber ich glaube, es müsste hier sein. Was geschieht nur mit dieser Stadt? Ach, Verbrechen wie in der Großstadt, Manny. Es wird jeden Tag schlimmer. Ich nehme an, dass du ihn vermutlich nicht auf diese Weise bekommen wolltest. Aber Naranjas Job gehört jetzt dir. Nein, Velasco, ich weiß nicht, ob mir das so recht ist. Du wirst den Job nehmen, da ich in so kurzer Zeit niemand anderen bekommen kann. Wegen dem Gewerkschaftsausweis, Manny. Ich habe einen. Der steckt nur im Mantel im Mantel. Und vergiss nicht, dass Glotti sein eigenes Werkzeug mitbringen muss. Wird er? Er reist niemals ohne einen Haufen Werkzeug. Fein. Die Limbo nämlich auch nicht. Sitzt da nicht rum, sonst setzt du noch Muscheln an. Okay, wir haben also jetzt tatsächlich erst eines der Probleme gelöst. Ich dachte ja schon, dass es erledigt wäre mit dem den Anhänger haben, aber das war es ja noch nun noch nicht. So, wartet. Ich streiche das mal weg. Leider haben die Gedichte nichts gebracht. Der Wettabschnitt, genau. Ich glaube, ich gehe hier lang. Das ist, glaube ich, kürzer, wenn wir da... Ups! Wenn wir da... Juch! Na? Wenn wir da lang gehen. Ich glaube, ich benutze wieder die Tastatur. Du, du, du.
Hier hoch. Jetzt ist die Frage. Ich frag hier nochmal. Ist da jemand? Wie ich schon sagte, wir geben erst am Dienstag wieder Katzenhüte aus. Hier. Oh, er macht's automatisch. Noch ein echter Chowchilla Charlie. Nennen Sie mir einen Grund, warum ich sie nicht rauswerfen sollte. Weil ich sonst Max bitte, dich zu feuern. Oh nein. Er hat mich durchschaut. Wieso? Das ist ja scheiße. Voll übel. Wie kann ich... Ich gucke mir das nochmal kurz an. Aber wieso hat er mich durchschaut? Muss ich noch irgendwas machen vielleicht? Ich mache einfach jetzt mal so Quatschdaten hier. So, was ist denn damit? Was sieht denn daran so unrealistisch aus? Darf ich das mal wissen? Vor allem, womit könnte ich das verwenden, damit es realistischer aussieht? Keine Ahnung. Das ist ein Wettabschnitt für Dienstag, Woche 5, Rennen 9. Scheiße, was muss man denn da machen? Okay, das muss ich mir nochmal aufschreiben. Wettabschnitt fälschen wird bemerkt. Verdammt! Ärgert mich voll, dass ich dabei erwischt wurde. Voll deprimierend. Sicher, es sieht nicht gut für mich aus, aber springen ist auch keine Lösung. Das ist zum Beispiel hier, kann man sich das dann gar nicht angucken, ne, weil das irgendwie außerhalb des Bereiches ist für das Kreuz sozusagen. Und was ist, wenn ich das hier versuche? Hallo? Das auch bemerken, oder? Ist ja der gleiche. Oh, hi. Den Wettabschnitt bitte. Hier, bitte sehr. Der sieht aber anders als unsere normalen Tickets aus. Er stammt noch aus der letzten Saison. In Ordnung. Nur eine Sekunde. Hier, bitte sehr. Es ist nur ein Haufen Katzen. Ja, aber sehen Sie nur, wie schnell die sind. Ah. Tut mir leid, mein Herr. Das nächste Mal gewinnen Sie bestimmt. Hä? War das sowas wie ein Rubbellos oder so? Also man zieht das und dann guckt man... Dann brauche ich wohl doch die Kombination, aber ich habe gar keinen Hinweis auf irgendeine Kombination. Okay, oh je, Mine. Ich müsste irgendwie wissen, wer gut war oder so, wahrscheinlich, um das einzugeben. Oh Gott, die Rätsel machen mich super fertig in diesem Spiel. Das ist echt heftig. Ich lese mir nur gerade nochmal meine Aufzeichnung durch. Hatte ich übrigens auf Instagram und Twitter geteilt, falls euch das noch interessiert, euch das anzuschauen. Ich achte hier nochmal drauf, ob er endlich mal weinen will. Bei der misslungenen Aufnahme war es ja genau deswegen misslungen. Weil ich ihn angelabert hatte, als er gerade den Garçon gerufen hat. Du willst weinen, oder? Oder du kannst mir sagen, wer richtig gut ist. Verrat es mir, los. Vielleicht, warte, ja, ich rede mal. Können wir bald gehen? Was hast du gesagt, Kittycat? Nee. Du sollst nicht reden, du sollst laufen. Ist wieder das Gleiche. Fang die Maus. Und da oben vielleicht auf dem Bildschirm? Gut, ist da so, irgendwie... Kätzchen, so mag Rennergebnisse. Ich habe die Fernbedienung nicht. Im Übrigen gibt's hier bestimmt keinen anderen Sender. Ja, das stimmt wohl. Der läuft hier hinten rum. Und da rein komme ich ja nicht. Ich probiere es nochmal, aber... Ein Kätzchen braucht neue... Ich glaube nicht, dass es klug ist, in Max' Büro reinzuplatzen, solange... Mir ist gerade noch eingefallen, vielleicht können wir ja den Wettabschnitt... beim Tattooisten fälschen, wisst ihr? Das wäre doch nochmal eine Idee, oder? Wartet mal, mir fällt noch was ein. Nee, das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Obwohl, vielleicht müssen wir uns im Schrank verstecken. Wenn der Typ kommt. Hören wir hier drin eigentlich Glottis auch reden? Nee, ne? Ja, du schaffst es! Ich probiere das mal noch beim Tattoo-Macher aus. Und sonst bin ich auch langsam echt total überfragt. Ich weiß auch nicht mehr. Tattoos machen lassen war hier unten.
Und dann da. Und dann hier. Und da weiter. Wartet mal. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Hier war nichts, ne? Nö. Weil er eben so zur Seite geguckt hatte, war ich kurz verwirrt. So. Das könnte noch sein, dass man dadurch den Eindruck erwecken kann, dass das echt wäre. Bin mir nicht sicher, aber... Ich weiß gar nicht, ob er es deswegen abgelehnt hat. Ich meine, der andere war ja auch ein bisschen verwirrt und der hat es dann aber angenommen. Aber ich gucke mal. Vielleicht, wenn ich so einen gefälschten Schein darauf anwende, auf dem Dienstag steht, dann haben wir vielleicht eine Chance. Oder dem Typen geben, mit der Bitte, es zu bearbeiten. Definitiv. Mal gucken. So, wo ist denn die Maschine? Where is my Machina? Nein, da war sie. Und jetzt benutzen. Und bitte mit einem Dienstagstermin. So. Jetzt haben wir das Teil. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Da war es das auch schon. Mehr fällt mir hier nicht ein. Das hier kann ich ja nicht benutzen, sein Equipment, ne? Nee, leider nicht. Und er ist verstummt. Muss ja eine spannende Geschichte sein, die er da gerade hört. Oder? Nee, das ist hier Naranja. Ja, na gut, ihr Lieben. Ich weiß auch nicht. Wenn ihr keine Idee mehr habt, fürchte ich fast, dass ich mal mich informieren muss, wie es weitergeht. Weil ich weiß nicht genau. Oder weiß einer von euch, hat er vielleicht sogar Grim Fandango gespielt und kann mir halt diese kleine Info stecken, was wir jetzt machen müssen. Weil ich bin echt überfragt. Ich habe keine Ahnung. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Grim Fandango. Aber ich weiß nicht hundertprozentig, ob sie morgen ist, weil ich mal schauen muss, ob ich weiterkomme. Ich weiß es ja noch nicht. Naja, na gut, ihr Lieben, dann bis dann. Ciao, ciao.